Hallöchen Leute, nachdem wir im letzten Part die Aufhebung der Unsterblichkeit vollzogen haben, ist es heute an der Zeit, wir reden noch kurz, die Rückkehr des Drachenerbes anzugehen. Dafür müssen wir ein weiteres Mal gegen unsere beiden Gegner kämpfen. Und da das voraussichtlich der letzte Part wird, habe ich mir nochmal Gedanken gemacht und wir lassen alle Cutscenes nochmal durchlaufen. Und ich werde auch nochmal meine Meinung sagen, obwohl ich sie im letzten Part schon genannt habe, aber falls einige nur diesen Part sehen, werde ich es einfach trotzdem nochmal machen. Ihr könnt dann ja einfach die Credits vorspulen. Oh nein, Kuro! Wer zum Geier wagt es? Geni, lass es. Oh. Geni, Chiro. In der Tat. Was immer ihr befehlt, ich werde gehen. Ich auch. Ich wünschte auch, es wäre anders. Aber From Software ist nicht für Friede, Freude, Eierkuchen. Oh nein. Ich denke nicht, dass das jetzt das größte Problem wird. Ich meine, ich habe den Boss gerade erst gemacht, quasi. Und nun ja, du warst eh nie das Problem. Vielleicht am Anfang, aber spätestens seit den ersten Versuchen dann doch nicht mehr. Auch wenn das nicht allzu gut war. Verzeiht. Das war definitiv nicht der beste Start, aber ich finde, so ein Patzer ist doch schon einmal erlaubt. Ja? Ich meine, oh, man hat ja immer nicht so alles auf dem Schirm, was er kann. Solle. Sollen wir uns hier? Nee, jetzt spulen wir vor. Du musst sterben. Außerdem. Was denkst du eigentlich? Was du hierdurch erreichst, hä? Was zum Henker denkst du eigentlich? Ach ja, richtig, du denkst nicht. In der Tat. Durch wessen? Nein, tu das nicht.
nein! Oh nein! Da kommt der wahre Gegner. Wiedergeboren. Wiedergeboren. Washi wa kono Ashina wo yomigaeraseneba naranu. Aber wieso? Hi. Yue ni Sekiro. Nein, musst du nicht. Alles wird gut. Nein! Du Sack! Dann wollen wir doch! Dann wollen wir doch noch mal sehen! Nimm das. Klar. Dass wir uns da verstehen, Alter. Nein! Oh, ich hab ganz vergessen. Er ist fies. Ich hatte ganz vergessen, dass er ein fieser Sack sein kann. In der Tat. Aber wir kriegen ihn ein zweites Mal da und das dürfte nicht das Problem sein, oder? Ich denke nicht, dass uns das allzu lange aufhalten wird. Batz! So! Zack, weg! Die gucken wir uns jetzt auch nicht nochmal an. Sorry, die sind liebevoll gestaltet und alles, aber... Oh Gott. Ich vergesse das immer wieder. Er kann
auch diesen vertikalen Luftschnitt. Und der ist noch übler als der horizontale. Oder war das andersrum? Oder verwechsel ich jetzt horizontal mit vertikal? Was auch immer. Wie kommt es eigentlich, dass wir jetzt die ganze Zeit göttliche Hilfe kriegen? Ich meine, haben wir es wirklich jetzt so nötig? Ich glaube, wir haben doch nichts mehr, was sich zu verlieren lohnen würde. Oder habe ich da irgendwas Essentielles vergessen? Habe ich irgendwas Essentielles vergessen oder oder ist das jetzt einfach so? Los, alter Mann! Au. Warum machst du jetzt nur den Scheiß? Warum macht er jetzt nur den Scheiß? Okay, vielleicht Ruhe. Ruhe bewahren, wir kriegen das hin. Keine Sorge. Keine Sorge. Okay. Oh nein, wie schlimm, wir haben 3 Cent verloren. Oh mein Gott! Ja, ja. Da hätten wir es. Komm. Das kann ich auch. Bei Gott, das kann ich auch. Los. Los, mach. Oh nein. Nein! Wird da jemand wütend? Wird da jemand wütend? Nimm!
Nimm das Schwert, Heiliger, dass ich nicht lache. Ups. Da bist du. Ja. Das war's. Das war's für dich, Ishin. Schwert, Heiliger. Für dich war es das. Wir haben die Unsterblichkeit aufgehoben. Und ihr alle wisst, was passiert. Wir haben den. Das lese ich nicht nochmal vor. So. Beim letzten Mal haben wir ihm einfach das erste gegeben. Heute ist das zweite. Drachentränen und gefrorene Tränen. Ich bin gespannt. Soll ja vieler Meinung nach das Beste sein. Das ist wirklich besser von dem, was ich einschätze. Kuro-dono, ima wa dou ka yasuraka ni watashi no kokoro ni todomatte kudasai. Sayonara, minna. Watashi wa ikaneba narimasen. Warera no inga wo tachikiru tame ni. Totemo nagai tabi ni narimasu. Sore demo tomo ni kite kudasaru no desu ka? Hoi. ありがとう。龍の忍びよ。うん。クロード殿も喜んでおります。参りましょう。西に神なる龍の故郷。 Okay. Ja, das ist das. Ja. Wie beim ersten Mal, wartet kurz. Ich muss mal eben. Nicht lauter. Ein bisschen leiser.
Ja. Nee, doch, noch ein bisschen lauter. So. Also, im Vergleich zum ersten Ende ist das schöner. Es schwingt eine gewisse Tragik mit, was in diesem Spiel vollkommen normal ist. Ich glaube, From Software kann einfach keine glücklichen Geschichten schreiben. Was aber nicht heißt, dass die Spiele nicht trotzdem sehr schön sind. Und insgesamt dieses Spiel, es nimmt einen mit auf eine Reise ins feudale Japan. Es gibt wenig... Ja, die Gebiete sind schon weitläufig, aber es spielt sich in einem Hoheitsgebiet ab, in einem Königreich, was nach und nach sich immer wieder verändert, durch das Einfallen von dem Nachbarkönigreich, die Belagerung und insgesamt. Recycelte Gegner sind ein Problem in diesen Spielen, aber hier haben sie einen sehr charmanten Weg gefunden, damit umzugehen. Ja, am Anfang hatten wir richtig viele von diesen Samurais, aber was willst du machen, wir waren auf dem Schlachtfeld. Das wurde mit der Zeit besser, wir hatten einige uninspirierte Gegner, wie zum Beispiel die Flintenkämpfer, die Generäle und alles. Aber insgesamt gab es auch sowas wie die Tempelaffen, die du einfach fangen musstest. Der eine kann hören, der andere kann sehen. Das war sehr interessant. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Insgesamt, ich verstehe nicht, was alle haben mit schlechter Hintergrundmusik. Die Musik des Spieles war okay, sie war nicht aufdringlich, aber sie hat genau das vermittelt, was sie vermitteln soll. Man fühlt sich wie im feudalen Japan so ein bisschen, aber trotzdem, bei Bosskämpfen bringt sie die Spannung mit. Was der Sinn der Musik ist, man spielt das Spiel nicht für die Musik ist ein Teilaspekt. Als am Anfang halt war, ja, du hast nur eine Waffe, das Katana. Du kannst nicht leveln. Da war ich schon überrascht, wie wollt ihr es machen, aber sie haben es charmant umgesetzt. Man hat mehr Waffen durch die Armprothese. Man hat quasi auch Zauber, wenn man sie so nennen will, mit dem Feuerrohr. Wir haben eine Axt, wir haben einen Speer, wir haben Folgeangriffe. Das alles sind Sachen, die kamen mit der Zeit dazu und machten das Kampfsystem noch komplexer. Am Anfang war es einfach, ja, du blockst und dann gewinnst du. Das hat sich entwickelt. Und auch die verschiedenen Wege, auch die verschiedenen Enden machen das Spiel charmant. Ich konnte jetzt nur zwei zeigen. Es gibt noch zwei weitere und im Verlauf des Spieles könnt ihr Entscheidungen treffen, die auch wirklich das Spielgeschehen beeinflussen. Und sowas finde ich sehr, sehr gut, weil ich will kein Spiel haben, wo egal was ich mache, am Ende kommt das gute Ende und alle sind glücklich. Nein, wenn ich irgendjemanden auf der Welt umbringe, dann soll das auch Konsequenzen haben. Und das haben sie sehr gut umgesetzt. Ja, das Spiel ist fordernd. Es ist noch ein Stück schneller als Bloodborne, was ich nie durchgespielt habe, by the way. Aber ich finde, man konnte sich gut reinfinden, wenn man dem Ganzen eine Chance gibt. Und grafisch, es ist jetzt nicht eine Meisterleistung. Ich würde nicht sagen, es ist das schönste Spiel der Welt, aber grafisch ist es ansehbar und auch bei den Designs haben sie sich Gedanken gemacht. Auch bei der Geschichte. Sie trägt nicht zu dick auf, sie wird halt nebenbei erzählt, genauso wie in Dark Souls. Aber sie ist halt trotzdem wichtig, um alles zu verstehen. Und
Insgesamt. Ah, es hat es mir gefallen. Ich habe nicht den Kauf bereut und wenn ihr diese Videoreihe gesehen habt, dann könnt ihr mir gerne eure Kommentare dazu dalassen. Es würde mich sehr interessieren, was ihr alle zu diesem Spiel zu sagen habt. Wenn ich auf die Zeit gucke, ist mir bewusst, dass das hier der letzte Part wird. Wir werden gleich noch ins New Game Plus reinschauen, weil es da einige Änderungen geben soll. Ich weiß aber, dass wir das nicht durchspielen werden. Wir gucken da einfach nur rein. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann wieder spielen. Aber momentan habe ich einfach kein Bedürfnis, es nochmal zu spielen. Es ist auch ein relativ langes Spiel. Beim zweiten Mal wird es kürzer, keine Frage. Genau wie Dark Souls. Aber dennoch, in diesem Fall starten wir Durchgang 2. Ja, das ist mir bewusst. Lass mich in Durchgang 2 gehen. Mich interessiert einfach, wie am Anfang das Ganze aussieht. Das werde ich jetzt... Ist das jetzt ein neuer Anfang? Leicht verändert, würde ich behaupten. So, wir haben 10 Kürbis. Ja, wir haben alles gesperrt, aber theoretisch haben wir alles, ne? Dekorativer Brief, Purus Wolf, euer Schicksal erwartet euch. Ohne Klinge müssen wir uns verstecken. Okay. So. Mich interessiert einfach nur, was verändert sich. Was sagst du so? So, also wir gucken. Ich will wenigstens mein Schwert haben. Bla bla bla. Lass mich hier vorbei. Daran erinnere ich mich noch. Rand der Klippe, der würde niemand lang gehen. Wenn du da dich der Mann nicht irrst. Nee, ich brauche meine Waffe, um herauszufinden, inwiefern es sich jetzt unterscheidet. Weil ich habe gehört, es wird schwerer. Wie in Dark Souls auch, da wurde das New Game Plus teilweise enorm schwer. Aber wie wirkt sich das hier aus? Okay, haben wir das Schwert jetzt? Dann haben wir die Kampfkünste, dann können wir den Drachenblitz ausrüsten. Bla bla bla. Dann öffnen wir. Komm mit. Okay.
Was macht das? Was macht Kuros Amulett? Wo finde ich das überhaupt? Wir nehmen alles mit, wirklich alles, auch die Gebetsperlen. Okay. Ja, Kügelchen, bla bla bla. Ich will eben kämpfen und dann... Dann sehen wir weiter. Das haben wir auch zum Anfang. Ihr seid ja lächerlich. Hier hätte man wenigstens Gelegenheit dafür. Ihr seid doch lächerlich. Die sind doch mega easy. Okay, also wir könnten das ganze Spiel nochmal erleben mit der fabelhaften Verbesserung. Dass wir halt einfach... Hey. Dass wir halt alle Sachen schon freigeschaltet haben. Soll ich dir was Cooles zeigen? Soll ich dir was Cooles zeigen? Weg. Weil ich besser als du bin. Weil ich einfach besser bin. So, und dann. Ich denke, dann ist es an der Zeit, unser Abenteuer in Sekiro fürs Erste zu beenden. Ich bin wirklich sehr froh, es mit euch erlebt zu haben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch bei unserem nächsten Projekt dabei seid, wenn es für uns nicht mehr ins feudale Japan geht, sondern mit Krieg auf die Reise durch Darksiders in der Warmastered Edition. Also hoffe, ihr gebt dem Ganzen eine Chance. Von allem, was ich gehört habe, soll Sekiro keine DLCs erhalten. Ich werde das aber im Auge behalten. Falls DLCs kommen, werde ich sicher nochmal zurückkehren. Denn dafür hat es genug Spaß gemacht. Also, man sieht sich. Haut rein. Bis dann.